Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3 Wildhunt. Ja, im letzten Part haben wir etwas abgegeben, wo man mir sagte, das war ein Fehler. Ich hätte es lieber Jennifer geben sollen, wenn wir sie finden. Jetzt bin ich am Überlegen. Das wäre aber ziemlich weit zurück. Habe ich das dem König gegeben? Ich weiß es nicht mehr, verdammte Axt. Ich hätte mal vorher schauen sollen. Oder nicht. Okay, ich starte mal hier, ja? Ja. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Ich glaube aber, ich habe das eher den Typen da gegeben. Im Eingang, oder? Wo wir aus der Höhle rausgekommen sind. Ich weiß es nicht mehr, ich bin so vergesslich. Verdammte Axt. Dori noch einmal. Wenn nicht, haben wir Glück. Dann gebe ich das natürlich nicht ab. Weil es wäre wohl ein Fehler. Es ist halt so eine Entscheidung, die wahrscheinlich das Spiel beeinflusst. Und jemand hat mich ein bisschen gespoilert, meinte, das wäre ein Fehler. Mit dir rede ich nicht mehr. Ich gehe jetzt. Habe ich Radovic das gegeben oder? Oh, brauchst nicht zu schubsen. Wie oder was? Streitlustig, wie? Ja. Und euch alle. Ja, ich hab's eilig. Ich mache nämlich eine Wiederholung. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ja. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhard. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja, ja, bla bla. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Ach, soll man einfach sagen, sie ist tot? Okay, sagen wir, nein, ich denke, sie ist tot. Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten, aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Der Kristall ihres Megaskops. Ich habe ihn euren Männern gegeben. Wie seltsam. Sie haben behauptet, ihn selber gefunden zu haben. Ach scheiße, ja, hab ich den gegeben. Und dass sie dein Leben gerettet hätten, als du gefangen warst. Sie haben gelogen. Sie hatten über ein Dutzend Männer verloren, als ich ankam. Ich habe den Kristall dem Kommandanten gegeben, damit er schneller bei euch ist. Dein Wort steht gegen ihres. Und du hast keinen Beweis. Du enttäuschst mich, Hexer. Anscheinend habe ich zu viel von dir gehalten. Geh mir aus den Augen. Vielleicht ist es eine kleine Hilfestellung, dass wir sie jetzt doch nicht verraten haben. Und wegen Augenlicht und so. Weil ich glaube, wir haben selber noch eine offene Rechnung mit dir, oder? Irgendwas war da.
Nach Skellige. Ja, eventuell vielleicht mal sehen. Quest. Nein. Obwohl, die Werkzeug. Undwig ist doch auch in Skellige, oder? Ich meine, wir auch in Skellige. Geht nach Faro und sucht Hammond. Seit sie sich das Lammert, die Leute jagte hier seinen Freund ein. Hat erfahren, dass einer von einer Wanne genommen hat. Ich auf dem Weg der Rache. Ich krieg das mal kurz an. Achso. Geh nach VA, okay. Das wollte ich nur wissen. Okay. Dann nicht, weil ich wollte hier noch nicht weg. Wir haben noch was zu tun. Kind spielen, ja. Von Schwetter und Knüllen. Ja, komm, versuch mal einfach. Wir sind ja eh schon bei den Dogs. Du wirst ersticken an drei Pfund. Die besten Waren. Du sollst ein ewiges Feuer. Ja, unsere Kleidung packt. Lang lebe, etc., etc. Oh. Genau. Mir ist zum Speien nach diesem Gelage. Riech wieder unter deinem Gestein. Ja, ich wollte das blöde Pferd nicht holen. Schnell laufen. Ach, warum habe ich das aufgehoben? Ich habe es doch letztes Mal liegen lassen. Der Dunkel zu den Docks zum Hartoris-Lieferanten, um Hartoris-Lieferanten zu treffen. Ich weiß gar nicht, wo du kannst passieren. Mal kann ich passieren. Ich bin eine Hexe, ich darf alles. Pass auf, wo du hintrittst. Entschuldigung. So, wo soll denn das sein? Hoch. Wo sind wir? Da. Dann rennen wir wieder zurück. Oder zum Westtor zurück. Los. Schnellreise. Du kannst passieren. Was, Plötze? Jo. Letzte, du bist zu spät. Oh. Ja? Geh mir aus dem Weg. Ist ja ganz woanders hier. Mal langsam, die schon 100 Jahre da steht. 100 Jahre, aber 100 Folgen. So, in die Richtung. Ach, zum Teufel damit! Hey Hüpfer, was muss ich tun, um deinen schönen Turm zu kriegen? Wird die Straßen der Stadt vom Dreck. Was schreist du so rum? Ah, toll. Tori. Oh,
der Dunkel zu den Docks, um Hartoris Lieferanten zu treffen. Ja, da war Hartor. Makai des Butlerkönigs. Zwielichte Person. Oder Seemann. Arme Städterin. Das gibt eine Flut. Verpiss dich. Du mich auch. Ich sollte vielleicht mal meditieren, weil es ist. Einfach mal so meditieren. Hallo, das ist der Ort. Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Ja, gehen wir. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ich bin ihm doch gerade begegnet. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. »25.« »Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen?« »35. Tiefer gehen wir nicht.« »Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf.« »Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs!« Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was machen wir hier? Schlag nicht! Versuch's! Das war noch gut mit Hacker! Schnell weg! Hier lang! Geralt, schnell! Folge ihm. Nein, nicht vertrufen. Lass! Mensch, hast du Angst? Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin. Mir nach. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles.
Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Na toll. Hattori, warte! Seht ihr, was ich sehe? Jetzt sprich mit Hattori. Natürlich hat er Schiss. Oh. Eigentlich pissen gehen, aber... Wir graben mich mit einem Fassbier. Ja. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis mir den Werne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich, die bring mich um! Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hacker nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind... nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Ach, stellst du kurz auf den Sohn. Okay. Dann, Ratos, amigos. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Zweck, Zweck, Zweck. Zweck, Zweck. Ist auch noch was. Idioten. Verdammte Bastarde. Alle miteinander. Was ist los? Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber... wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Okay, wohin? Hier. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ich gehe nirgends hin, nur ihr. Wenn nicht, schlage ich euch bewusstlos und trage euch raus.
Du drohst mir? Ja. Hier? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Jormund von Faröl. Nie von dir gehört. Verdammte Festlandratten! Hey da, Jungs, kommt mal her! Dieses Würstchen hätte gern ein paar Maulschellen. Blut! Blut! Erbärmlich. Ich muss mal wieder... Scheiße. Ja, wirklich scheiße. Ich kann nicht trinken jetzt? Wieso kann ich nicht etwas zu mir nehmen? Scheiße, was? Alles dreht. Nochmal. Oh. Komm schon. Nicht so lange laden. Ich mag das nicht. Komm schon. Ja. Ich dachte, ich könnte mich heilen. Mach doch. Ungeduldig. Komm schon. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Entscheidung, eben zu sagen, sie sei tot, vielleicht auch noch Auswirkungen hat. Ich war natürlich doof, dass ich das denn recht denn gegeben habe, aber ich habe jetzt auch nicht dran gedacht. Wachen! Tut mir leid, Kollege. Bla, bla, aber bla. Mir scheint, wir sind... Wie bitte? Seit wann darf... Ich habe keine Zeit für Streiter. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn. Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kumpel und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich geb dir doch gerne was auf die Kiemen. Okay. Angriff! Mund halten und kämpfen. Oh, so geht es doch schon besser, oder? Ach, hätten wir das vorher mal gemacht. Es reicht! Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Sehr gut. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Gut. Verschwinden. Vielen Dank. Bitte wir sehr. Hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Sehr gut. So. Ah, oh, das ist... Okay. Mein liebes Nestchen. Können wir uns einen aussuchen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt hier diesen... Diesen da finden. Piraten. Ich sollte wohl eingreifen. Oder auch nicht. Er ist doch erst gerade geprügelt. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Ach so. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Ich sehe nix. Und kämpfen.
Ja, das sagst du. So. Gut. Darf. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sucrose. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Was in Berlin, was? Ich will kein Bier. Ich hasse Bier. Allein der Geruch vom Bier. Übel. Was bringt dich her, Geralt? Du und der Händler, was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, will mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich habe mich drauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn's was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Arturi. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Ach, verdammt. Na gut. Wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Metvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Überrede den Kaufmann Skellige, seine Schulden bei Sucrus zu begleichen oder zerstöre seine Güter. Und warum habe ich 3 Punkte da draußen? Weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. Ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.